zweite Tag im Monat Nisan. Der Rambam sagt uns, jeder Korban, die in die Beit HaMikdash geliefert ist, muss sein mindestens 8 Tage alt. Davor darf man nicht sprengen. Davor heißt es ein Mechusser Zman Begufoi. Die Korban ist nicht passend und ausreichend zu bringen. Weiterhin, man darf nicht sprengen ein Korban, die kommt aus einen Avera, ein gestohlenes Korban, aber auch wenn ein Mensch nutzt eine Bezahlung mit einem, für einen Prostituierten, darf man das auch, dieses Tier als Korban nicht nutzen, wie es steht, Leusavi, Esland, Söhne und Mechir Kelev. Weiterhin sagt unser Rambam, keinen Korban darf Chametz haben, nicht nur am Pesach, die ganzen Jahre, außer einmal im Jahr in Shavuot. Die ganz schnell lächeln. Einmal, aber sonst keine Korban darf Chametz haben. Warum? Weil Chametz ist die Idee von Hochmut, von Arroganz. Und die Chametz darf kein, der darf nicht auf den Mizbeach kommen. Die Mizbeach ist die Idee von Kapara und die Nähe zu Hashem kommen. Korban kommt von dem Wort Kiruv. Und man kann keinen Kiruv mit Hashem haben, solange man arrogant ist. Steht einer nie, wo ihr heute lodert. Hashem sagt, wenn ein Mensch ist ein Baal Gava, kann ich nicht mit ihm zusammen sein. Um näher zu schaffen zu Hashem, muss der Mensch bescheiden sein. Das ist der Idee von Matzah. Und deswegen kommt auch kein Honig. Weil Honig zeigt doch Süße. Man kommt zu Hashem, man kommt, wie man ist. Man muss sich nicht schmucken. Man kommt, wie man ist, offen und ehrlich. Und das ist auch die Weg von Judentum. Sein, wer wir sind, gegenüber Gott, offen und ehrlich. Heute, sagt der Rebbe Nehemiah, ist die Jahrzeit von der Rebbe Rashab. Er war genannt der Rambam von Chassidismus. Der Rambam von Chassidut hat sehr viele Svarim geschrieben, sehr tiefen Svarim. Und der Rambam, der Rebbe Rashab ist am zweiten Tag, nachdem er seinen Vater, am 13. Tischrei, war die Stalkus von seinem Vater, hat der Rebbe Rashab am zweiten Tag von Sukkot, dem Ma'amar Kesser Yitnu Lecha gesagt. Und so hat der Rebbe angefangen, seine Zeit sein ein Rebbe. Er war Rebbe bis 1920, war Rebbe und Tofresh Pei und er liegt in Rostov. Und seine Ma'amarim sind sehr, sehr schöne, klärende Idee von Chassidut auf eine verständliche, vernünftige Art und Weise, dass jeder damit sozusagen ein eigenes Verhältnis haben kann.